Wir brauchen die Zitadelle ja gerade. Stimmt. Steine! Wir bauen Steine! Was? Welche zwei sind noch unbeschäftigt? Ach, von denen da. Gruppe 9. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Natürlich. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Könnt ihr nicht einmal einen anderen Belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ersparen wir uns einfach diese Peinlichkeiten. Gruppe 0. Ein Steinmetz würde sich, wie gesagt, hier wunderbar machen. Würde allerdings auch bedeuten, dass wir hier, glaube ich, beide ausbauen müssten, wofür wir nicht genug Steine haben im Moment. Auch schön. Also müssen wir noch einen Bauernhof bauen. Ja. Setzen wir hier hin. Und das Wohnhaus kommt dahin. Dario ist inzwischen da fully regenerated und ja, mein auf das Getümmel. Auf sie! Ein Held ist in großer Gefahr. Wie ihr wollt. Nieder mit ihnen! Kaboom! Ha! Wie schmeckt euch das? Oh, fast hätte ich es vergessen. Wir sollten Drake, dem voll interessanten Jäger, helfen. Er hat eine Menge Ärger am Hals, wegen einigen Irren aus den Wäldern und die in der Nähe der Minen bei den schneebedeckten Bergen. Allerdings hat heftiger Regen alle Brücken beschädigt, welche die Inseln verbinden. Hey, ich kann eure Lippen lesen, Pilgrim. Der große Kalte, hä? Nach Hause gehen, hä? Ich erinnere mich an die Berge. Ich war so jung. Oft kletterte ich auf den höchsten Berg in diesem Land, den großen Kalten. Ich will das gar nicht so genau wissen. Eine interessante Information wurde in eurem Notizbuch hinzugefügt. Schaut bei Gelegenheit mal hinein. Dario, schauen wir mal, wir haben ein Notizbuch. Da ist ein Notizbuch. Ausbau fertig. Die schneebedeckten Berge sind die höchsten Berge dieser Region. Der alte Taubemann weiß es, denn er hat sie mehrfach bestiegen. Aha. Das ist doch so, was gehört uns jetzt? Moment, ich glaube, ich muss irgendwas verpasst haben. Scheiße. Es regnet. Habe ich dazu auf die Escape-Taste gedrückt? Das wäre jetzt ein bisschen bitter. Ein Held ist in großer Gefahr. Ach, Pilgrim, gut. Den haben wir jetzt auch. Jawohl! Also, Pilgrim sagte, wir müssen zu Drake, oder? Findet Drake. Er ist ein voll interessanter Typ und befindet sich zurzeit im Pilgrims Heimatdorf bei den Minen in der Nähe der schneebedeckten Berge. Tja. Gut, gut. Wenn ihr meint... Jawohl! Oh. Haben wir noch Platz dafür? Es ist Zahltag. Holz geht uns schon wieder aus, Mann. Und dann haben wir irgendwas den muss ja immer sein. Ohr gehauen und er. Dachchef. Hier kann man Holz hacken gehen. Jupp. Wir können ja Holz kaufen. Warum machen wir uns den Aufwand? Weil die Preise schon wieder arschteuer sind. Natürlich. Alter. Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Ich hab getan, was ihr wolltet. Wieso gehen die Schmiede noch da hinten hin? Vergesst es. Wo sind die Schmiede vorhin gegangen? Ach ja, hier rein. Und hier sind sie jetzt hinten gegangen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wehe, da fehlt jetzt plötzlich ein Slot. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste.
natürlich fehlt einer. Ihr kostet habt weniger Holz. Genug Wohnhäuser durchlaufen. Kostet weniger Holz. So, und vor die Burg bauen wir erstmal hier. Nichts lieber sowas. Als das. Steine müssen wir allerdings erstmal sparen. Denn wir müssen gleich noch diesen Bauernhof ausbauen. Das passt hier soweit alles. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Zahltag. Ausbauen und ausbauen. Und jetzt können wir unsere Steine zum Fenster rausschmeißen. Ausbau. Sofern wir welche hätten. Ja? Betrachtet die Sache als. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit können wir mal kurz beim Orakel vorbeischauen und wieder speichern. Nicht, dass wir gleich irgendwas falsch beantworten. Das Orakel tötet uns direkt. Oder wir sprechen den dreimal und dann erfrieren wir einfach. Das fand ich immer noch sehr lustig. Fertig. Wie ihr wollt. Helias. Willkommen, Dario. Junger Abenteurer. Ich bin Helias, die Stimme des Orakels. Wir haben euch erwartet. Ihr müsst 5 Fragen richtig beantworten. Wenn sich das Tor hinter dem sich unermesslicher Reichtum befindet, für euch öffnen soll. Lasst uns nun beginnen. Was kann ein Schornstein nach oben hinabgehen, aber nicht nach unten hinauf? Was? Hä? Was? Was kann ein Schornstein nach oben hinabgehen, aber nicht nach unten hinauf? Santa, weil er fett ist? Ha, leicht! Der fällt auf dieses Dach der Burg. Was? Natürlich Santa, weil er fett ist. Ich kannte mal einen Mann, der am 27. Dezember geboren wurde. Aber seinen Geburtstag immer im Sommer hatte. Wie ist das möglich? In der südlichen Hemisphäre wäre das nicht ungewöhnlich. Das ist richtig. Wer Eric? Ich wusste nicht, dass es sein Geburtstag ist. Ja, südliche Hemisphäre ist richtig. Was ist die richtige Schreibweise? Der Dotter vom Eis weiß oder das Dotter vom Eis weiß? Dotter ist gelb. Ich wusste gar nicht, dass Dotter weiß ist. In welchem Jahr fallen Weihnachten und Neujahr am selben Jahr zusammen? In jedem Jahr. Wie letztes Jahr. Drake war auf beiden Partys voll wie ein Standard-Pizza. Schwierig, ich denke dieses Jahr. Es gibt ein Wort in unserer Sprache, das immer falsch ausgesprochen wird. Welches ist es? Das kann man nicht sagen, weil es nicht ausgesprochen werden kann. Ich konnte nicht auch so ungefähr geht das Wort, denke ich mal. Ihr seid ein lustiger und aufweckter Mann, doch ihr habt wenig Lebenserfahrung. Einige eurer Antworten waren falsch. Geht hinaus in die Welt und hört den Leuten aufmerksam zu. Kehrt dann zurück und fordert das Orakel erneut heraus. Nochmal! In welchem Jahr fallen Weihnachten und Neujahr im selben Jahr zusammen? Natürlich, weil Drake stand voll war wie eine Standhaubitze. Der mich macht, behält mich nicht. Der mich nimmt, kennt mich nicht. Der mich kennt, will mich nicht. Der mich sammelt, muss mich zerstören. Was bin ich? Der eine Ring. Das ist der verkackte eine Ring. Hier, wer mich macht, behält mich nicht. Sauron, dem wird ja von der Hand abgeschlagen. Der mich nimmt, kennt mich nicht. Ja, sowohl Bilbo als auch Gollum wissen nicht, was mit dem Ring auf sich hat. Der mich kennt, will mich nicht. Gandalf will den Ring nicht, weil er weiß, was es ist. Der mich sammelt, muss mich zerstören. Was bin ich? Ja, Frodo, der den Ring zerstört. Du bist der eine Ring, verdammt.
Ja, warum fragst du? Du bist doch Oracle. Ja, du bist der eine Ring. Was du von alle weisen Menschen überzeugt sind, egal mit welcher religiösen oder politischen Einstellung, dass es zwischen Himmel und Erde ist. Die Antwort lautet und. Ich kannte mal einen Mann, ja, das ist in den südlichen Hemisphären ganz nicht ungewöhnlich. Unsere Sprache, das immer falsch ausgesprochen wird, was? Was ist das für Rätsel? Ja, der Regen. Dotter ist nicht weiß. Das ist in der, warte, am 27. Dezember geboren wurde, aber seinen Geburtstag immer im Sommer hatte. Wie ist das möglich? Ja, 27. Dezember, nee, keine Frage. Da. Ein Boot, das ist was Neues. Ein Boot hat eine Leiter mit 6 Sprossen. Jede Sprosse ist 30 cm von der nächsten entfernt. Die unterste Sprosse ist 30 cm vom Wasser entfernt. Das Wasser steigt alle 15 Minuten 20 cm. Der höchste Wasserstand ist in einer Stunde erreicht. Wie viele Sprossen befinden sich da unter Wasser? Warte. 6 Sprossen ist unwichtig soweit. Wir haben 30 cm mit Wasser, 20 in einer Stunde. Das sind 80 cm, die geschafft werden. Die oberste ist 30 cm darüber, die 60 cm, 2 müssten darunter sein. Die unterste und die vorletzte. Dario ist echt ein Pfosten. Das ist aus dem 20 mm, wie viele Sprossen waren das? Ich habe das gerade ausgerechnet, wie viele Sprossen das sind, das ist völlig unerheblich, Dario. Wir müssen doch nur wissen, wie viel... Ach, egal. Könnte das Boot fliegen oder bleibt es am Boden? Was sind... Alter, normal! Ja, rechne hier. Dieses Jahr. Im selben, es fallen immer, die fallen immer ins selbe Jahr. Ist klar. Ist nicht am Gesetz. Ist es nach dem neuen Gesetz, das zu Beginn des Jahrhunderts in Kraft trat, erlaubt, dass ein römischer Katholik die Schwester seiner Witwe heiratet? Wie soll das gehen? Natürlich! Nicht solange ich für den Toten aufersteht. Ich bin ziemlich schlau. Selbst wenn sie verhungern würden, würden die Bewohner der Arktis niemals einen Pinguin essen. Warum nicht? Weil die Pinguine an der Antarktis leben. Ach, Dario, du bist ein Dumm. Ja, dass Dario keine Eier ausstehen kann, ist ja relativ offensichtlich. Obwohl, bei seiner prima Ballerina-Aktion bin ich mir da gar nicht so sicher. Weil es zu klein und sie zu hungrig sind? Oh Gott, der Regen... Ja, das ist... Alter! Das sind voll die Riddler-Rätsel. Das Orakel ist voll der Riddler. 140% müssen wir noch erreichen, das können wir noch schaffen. Der Tag der so, weil Dario so weise ist, stellen wir erstmal irgendwo... Sold werden gezahlt. Hier. Vor die Universität, weil Dario so klug ist. Direkt erstmal 2 Darios hier Statuen. Ja, ja. Wer? Ah, ein Priester. Aber alle Bauernhöfe sind schon voll. Wie? Und wer ist? Hat ich bin müde. Man kann kein freies Bett finden. Wozu bezahle ich meine Steuern? Genau, Ruf. So, Lundenschloss, da können wir auch das hier ausbauen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So, und hier noch eine Uhr. Sicher das. Fertig. So, hier. Dario, hier steht vor dem Wissensgebäude. Dario ist klug. Dario war hier. Er hat hier studiert. Gut. Na gut, ich glaube, da kommen wir sowieso nicht durch. Da kommen wir sowieso nicht durch, das solange wir uns nicht zu Drake begeben haben, würde ich sagen.
Jawohl! Und ich glaube, da müssen wir hier das Brücken Gebäude bauen. Ist nun ausgebaut. Können wir das überhaupt jetzt? Nicht verfügbar. Ich hab getan, was ihr wolltet. Wie machen wir das dann? Es klart auf und wird wieder warm. Wird gemacht! Wie machen wir das dann, wenn wir keine Brücken bauen können? Da wird einem nur die Wettermaschine einfallen. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Oder wir bekommen die, wenn wir auf 140% gekommen sind. Das ist auch möglich. Dann kommt noch eine Dario-Statue. Nein. Uns fehlen noch die nötigen Verzierungsmöglichkeiten. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. So, zunächst einmal Flaschenzug. Dann einen Ausbau hier bitte. Wozu sollen die gut sein? Ein paar Blumen, ja. Die kann man irgendwo hinstellen. Und ein Astrolabium, weil wir auch klug sind. Hier, wir stellen das direkt neben die Uhr. Fertig, Meister. Dann können wir Astro-TV gucken. Ein Teleskop, da können wir auch die Sterne betrachten. Ja, hier so. Ist gut. Aha, ja. Ach so ist das. Ach so, Ausbau ja. Fertig. Ach, natürlich. Dieses Orakel, das ist nicht mehr länger gewachsen. Ja? Jo, hier ist kein Wird gemacht. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie. Der Zug der Flaschen wurde erforscht. Dann mal Taktiken lernen. Und wir bauen uns einen Zugbrunnen hier hinten hin. Ah, dafür haben wir schon einen Typen hier stehen. Wird erledigt. Da. Und da ist auch Platz für einen. Uns geht's einfach großartig. Lass uns was bauen. Irgendwas. Wie wär's mit Brücken? Lasst uns nun Brücken bauen, um das Wasser zu überqueren. Wäre das nicht toll? Ja, schon. Der eigentlich Tag schon, ja. Der Abrechnung. Recht. Steuern und Sold werden gezahlt. Ich möchte hier trotzdem noch einen. Sofort. Einen Brunnen haben. Okay, jetzt können wir Brücken bauen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja, aber wer jetzt auch Feierabend macht, das bin nämlich ich. Ich speichere jetzt erstmal. So, hier. Denn ich muss noch rendern, also noch schneiden und rendern und dann muss die Folge direkt nachher hochgeladen werden. Es ist gerade 4 Uhr morgens. Ich sollte mich dementsprechend ein bisschen beeilen. Als dann. Verlassen. Vier Gebäude zerstört. 0 Gebäude verloren, 19 Feinde besiegt, das waren alles Blindenhunde, und dann 0 Einheiten verloren. Hier haben wir die Gebäudelisten. Einen Soldaten hatten wir. Wir hatten einen Soldaten? Ich habe gerade keine Ahnung, was gemeint damit sie gemeint sein können. Leibeigene, wo ist da was runtergegangen? Ach, da haben wir einen entlassen. Ne, das war hier, mit der einen Entlassung. Ach nee, das waren die beiden Milizfälle. Stimmt. Eins sind die Arbeiter, die Ressourcen. Das hatten wir gerade schon gesehen. So. Liebe Gemeinde, das war The Golden Riddles. Der Anfang. Wir werden natürlich weitermachen und wir werden nicht ruhen, ehe wir die Antworten des Riddlers zusammen haben. Und dann machen wir es schon. Wobei, eine Antwort wissen wir, der große Weiße. Oder, wie war das? Nee, der große Kalte. So war das. Oder was, der Weiße Kalte? Irgendwann, der Berg.
Der Berg hat gerufen und der Berg ist die Antwort. Liebe Gemeinde, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und jetzt kann ich sagen, bis dann. Cheerio. Man muss ja in der Routine bleiben. Also, cheerio.